Wir gehen jetzt noch kurz auf die Verwendung der Videos und auf dieses Bonuspunktesystem ein. Die Videos, die werden regelmäßig über die Lernplattform, die wir verwenden und die auch in einem Folgevideo nochmal erklärt ist, zur Verfügung gestellt. Man kann auch über YouTube auf diese Videos zugreifen. Den Link haben wir über das Forum verteilt. Das ist manchmal sinnvoll, wenn man über mobiles Endgerät zugreift, weil da die Lernplattform manchmal mehr Hindernis als Hilfe ist. Dann mag es sein, dass es der Konsum über YouTube einfach angenehmer ist. Und diese Videos erarbeiten jeweils das vollständige Skriptum. Wir werden für jeden Präsenztermin die Videos, die vorzubereiten sind, bekannt geben. Die Videos unterscheiden sich im Stil vielleicht etwas voneinander. Das liegt darin begründet, dass das Video im Gegen sorry, dass die das Skriptum im Gegensatz zum Vorjahr überarbeitet wurde, gestrafft wurde und dass dementsprechend der erste und der letzte Teil, wir werden das bei der Inhaltsübersicht dann gleich sehen, identisch ist mit jenem des Vorjahres. Der Mittelteil, wo es dann um die Modellierungssprachen gibt, aber vollständig neu erstellt ist und dementsprechend sind auch die Videos neu. Aus unseren Erfahrungen aus den Vorjahren experimentieren wir in diesem Semester mit etwas kürzeren, feingranulareren Videos. Deswegen unterscheiden sie die ein bisschen im Format von den Videos, die immer inhaltlich ein komplettes Thema abgegrenzt haben. Die Vorlesungsprüfung ist entsprechend des Skriptenaufbaus organisiert. Wir haben im Skriptum ja unterschiedliche Themenbereiche, drei an der Zahl in diesem Semester. Und in jedem dieser Themenbereiche gibt es dann einzelne Themen, die jeweils inhaltlich abgeschlossen sind. Gehen wir dann bei der Inhaltsübersicht nochmal drauf ein. In der Vorlesungsprüfung werden wir diese Themenbereiche wiederfinden. Es wird also jeweils Fragenblöcke zu diesen Themenbereichen geben. Und für jeden Themenbereich gibt es eine bestimmte Anzahl von Punkten. Wenn man es prozentuell sieht, nehmen wir für jeden Themenbereich einfach mal 100% der erreichbaren Punkte. Und ich habe im letzten Video schon erwähnt, durch aktive Mitarbeit in den Präsenzphasen kann man sich Bonuspunkte erwerben. Diese Bonuspunkte sind jeweils pro Themenbereich zu sehen und betragen maximal 33% der erreichbaren Punkte pro Themenbereich. Bedeutet, ich kann mir zum Beispiel für den Themenbereich 1 Grundlagen über die Aufgabe im Präsenztermin diese Bonuspunkte besorgen. Dann hätte ich bei der Prüfung, wenn ich dort nur 2/3 der Punkte auf die Prüfungsfragen erhalte, trotzdem 100% der Punkte für diesen Themenbereich. Dementsprechend hätte ich nur 1/3 der Punkte und trotzdem volle Punkteanzahl. Bei den Bonuspunkten wären es dann eben 2/3. Wenn ich auf der Prüfung so gut bin, dass ich dort schon 100% der Punkte habe und auch noch zusätzlich Bonuspunkte habe, dann zählen die trotzdem maximal oder zählt für diesen Themenbereich trotzdem maximal 100% der Punkte. Es gibt also kein Übersprechen zwischen den Themenbereichen. Das heißt, ich kann nicht fehlende Punkte in einem anderen Themenbereich durch mehr Punkte in einem anderen Themenbereich kompensieren. Das ist vielleicht wichtig zu verstehen. Also es wird immer quasi bei maximal 100% der Punkte abgeschnitten. Es gibt keine Voraussetzungen, um positiv zu sein. Das heißt, auch wenn die Prüfung an sich negativ wäre und dann durch das Addieren der Bonuspunkte positiv wird, wird ein positiver Schein ausgestellt. Auch das vielleicht an dieser Stelle noch einmal wichtig. Diese 33% Bonuspunkte setzen sich wiederum gesondert zusammen. Hoppala, schlafen gegangen. So. Setzen sich wiederum gesondert zusammen, einmal aus der Bonusaufgabe im Präsenztermin und einmal aus den sogenannten Orientierungsfragen, die wir zu Beginn des Präsenztermins jeweils beantworten werden. Idee dahinter kommt aus dem letzten Jahr, wo die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeint haben, sie hätten gern einen Check, ob sie die wesentlichen Konzepte in den Videos auch verstanden haben und gewisses Ausmaß an Anerkennung dafür, dass man sich die Videos auch tatsächlich angesehen hat. Deswegen setzt sich
Deswegen setzen sich die Bonuspunkte jetzt aus zwei Teilen zusammen. Ein Drittel, wie gesagt, diese Orientierungsfragen, das sind Multiple-Choice-Fragen, die ich zu Beginn des Präsenztermins austeile, die dann beantwortet werden, und also drei an der Zahl normalerweise, und wenn alle drei richtig sind, haben wir schon mal ein Drittel der Bonuspunkte gesammelt. Die übrigen zwei Drittel, die erwirbt man durch die aktive Mitarbeit bei der Vertiefungsaufgabe, die wird dann über die Lernplattform abgegeben. Ich schaue es dann an, kontrolliere es auf Vollständigkeit bzw. inhaltliche Sinnhaftigkeit. Da geht es meistens nicht darum, dass irgendwas vollständig korrekt ist, aber dass zu erkennen ist, dass die wesentlichen Konzepte versucht worden sind, sinnvoll anzuwenden. Und auf das gibt es dann den zweiten Teil der Bonuspunkte. Und so berechnet sich dann insgesamt die Gesamtbeurteilung aus der Vorlesung. Wie gesagt, auch rein bei Teilnahme ausschließlich an der Vorlesungsprüfung, an der Klausur, kann man 100% der Punkte erreichen und damit wäre grundsätzlich ein sehr gut erreichbar. Die Bonuspunkte machen es nur einfacher.